Hallo zusammen, ich habe heute einen ganz speziellen Kühlschrank und zwar einen Standard 106N mit der Option von Schnellkupplung. Und zwar ist das Standard-Kühlschrank mit Standard-Eisfach, Standard-Innenbeleuchtung, Gemüseschalen, also nichts Besonderes. Aber jetzt kommt es hier hinten. Sitzt das Kühlaggregat extern. Also wenn ich das von der Seite her angucke, ich kann das Kühlaggregat dann irgendwo hinsetzen, das ist überhaupt kein Thema. Aber was eigentlich noch ganz wichtig ist, wir haben hier Kupplungen dran. Wir haben hier ein paar von diesen Kupplungen an diesem Kühlschrank montiert. Und hier kann man jetzt das lösen, man kann also die Kupplungen trennen. Hier wichtig ist, Gabelschlüssel zu verwenden. Also wenn ich die ein Stück gelöst habe, geht es, Gabelschlüssel zu verwenden. Nicht irgendwie eine Rohrzange oder sonst ein Mucksinstrument. Ich kann die so lösen, das macht man nicht tagtäglich. Diese hier auch lösen. Also ich brauche hier einen 21er Schlüssel und einen 24er Schlüssel und noch einen 19er Schlüssel als Gegenpol. So kann ich das Kühlaggregat wegnehmen, irgendwo hinstellen. Und so kann ich zum Beispiel mit dieser Kälteleitung, kann ich durch den Job durchfahren oder durch den Boden und das Fahrzeug und kann die Leitung dann wieder zusammenschrauben. Hier eben die drei Schlüssel. Ich brauche, sieht man es nicht, ein 24er. Ein 21er und ein 19er. Diese drei Schlüssel brauche ich, um das wieder zusammenzuschrauben. Ich kann hier die Kabel abhängen und wenn ihr dann den Katalog anschaut, den verlinke ich euch logischerweise unten. Und hier sind im Katalog drin, die Elektroschemas drin und auch Einbauanleitung, Splitaggregate. Ihr könnt den Katalog, verlinke ich euch unten dran, natürlich runterladen. Als weitere Option gibt es natürlich hier nicht nur die Standard 1,5 Meter Leitung, sondern auf Wunsch eine längere Leitung bis zu 10 Meter. Da könnt ihr also im Wohnmobil den Kühlschrank haben, im Wohnraum. Und die Leitung legen von mir aus 3 Meter weiter bis in die Garage. Es gibt dann zum Beispiel auch noch die Option, dass ich einen kleinen Tiefkühlschrank nehme, den oben hinsetze oder unten hinsetze, der die genau gleichen Anmessungen hat. Und ich habe dann zwei Kühlaggregate, die in der Garage stehen. Ich habe einen Kühler und ich habe einen Tiefkühler. Weiter gibt es die Option, einen Digitalthermostaten. Somit kann ich diesen Kühlschrank gradgenau einstellen und den Tiefkühler auch gradgenau einstellen. Ich kann den Tiefkühler auch ausmachen oder umrüsten als Kühlschrank, zum Beispiel plus 15 Grad für den Rotwein, wenn ich keine Tiefkühlware bei mir habe. Ja, das ist Kupplungen für den Kühlschrank
So kann ich die Leitung dann nachher wieder zusammenmontieren, unterm Fahrzeug, die Kühlmaschine oder in der Backskiste, im Boot oder in der Bilge unten. Einfach an einen gut belüfteten Ort und somit braucht dann der Kühlschrank auch weniger Energie. Das heißt, wenn ich den jetzt hier in den Schrank einpacke, kann ich den noch zusätzlich isolieren und die Abwärme habe ich schön im Motorenraum oder eben in der Garage. Ja, das ist dieser 106N mit dem externen Kühlaggregat. Und wenn ihr dann den 30 GS, der die gleichen Abmessung, dann empfehle ich euch hier nicht den 106N, sondern den 106F ohne Gefrierfach. Das verlinke ich euch natürlich hier oben. Also der gleiche Schrank ohne Gefrierfach und den Tiefkühlschrank hier mit Tiefkühlung, separates Aggregat. Ich wünsche euch einen schönen Tag.